Na gut, dann geben wir doch mal den letzten Fokusstein ab. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Das war irgendwie abzusehen, oder? Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Und in der Zwischenzeit können wir sie ja benutzen. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Das macht ja Mut. Aber ja, die Feuermagier sollen ja recht mächtig sein. Also ist seine Warnung vielleicht gar nicht so falsch. Aber erstmal wollen wir unsere Belohnung abholen. Die waren einmal bei ihm. Na, was hast du für uns? Sei gegrüßt. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Jede Menge Tränke anscheinend. Schauen wir mal, ob da irgendwas Besonderes bei war. Schnelligkeitstrank, Geschicklichkeitstrank, die hatten wir schon vorher. Den trinken wir doch gleich mal. Was haben wir noch? Also ein Trank, der uns mehr aushalten lässt und ein Trank, um unsere magischen Fähigkeiten zu erhöhen. Und, noch ein recht praktischer Trank, der unsere Stärke und Geschicklichkeit erhöht. Ja, das waren auf jeden Fall sehr praktische Geschenke. Gut. Aber wir haben ja auch recht viel für sie getan. Mal gucken, was wir jetzt noch von Kronos bekommen. So als Hüter des Erzes, wahrscheinlich Erzen. Obwohl wir das nicht unbedingt brauchen. Aber man weiß ja nie. Na, wo treibst du dich rum? Da bist du. Und wie alle Magier irgendwie immer am Trinken. Hallo. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager
einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Bessere Waffen und Rüstung kaufen klingt schon mal sehr gut. Apropos Waffen und Rüstung. Vielleicht können wir jetzt ja endlich von Lee die bessere Rüstung kaufen. Der war hier vorne gleich. Hätten wir auf dem Weg zu Krono schon machen können, aber was soll's. Also ja, wir gehen zu Lee, gucken, ob wir die bessere Rüstung kaufen können. Und dann gucken wir hier noch auf der anderen Seite bei dem Waffenhändler, ob er irgendwas Neues im Angebot hat inzwischen. Und Lee ist nicht da. Das ist ja auch ungewöhnlich. Na gut, hauen wir uns kurz hin. Wo ist denn Lee? Hallo. Nö, er weiß auch nichts über Lee. Komisch, ist er jetzt ausgeflogen? Das ist natürlich ärgerlich. Treibt er sich hier unten irgendwo rum? Nee. Komisch, komisch. Na gut, schauen wir nach den Waffen. Vielleicht ist er wieder da, wenn wir von den Feuermagiern zurückkehren. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Ah, wo soll er schon hin? Ich meine, so groß ist die Kolonie nicht. So. Vielleicht ist er bei Laris. Gucken wir mal kurz vorbei. Nö. Hast du irgendwas Neues? Auch nicht. Das ist ja... Aber na gut, die sind wohl alle beschäftigt jetzt mit der Sprengung, die vorzubereiten. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Und wie schaut's mit Waffen aus? Er hat schon ein bisschen Erz im Angebot. Ha, zwei Handwaffen wären schon mal dabei. 79 Schaden. Ja, die holen wir uns doch mal. Donnerschlag. Und dafür geben wir ihm ganz, ganz viele Streitkolben von den Goblins. Haben wir noch irgendwas zum Tauschen? Irgendwelche Trophäen? Aber wir haben zwar viel Erz, aber das muss man ja trotzdem nicht immer gleich so verbraten. Blutfliegenstachel, Sumpfheihaut, ja, geben wir ihm alles mal. Gucken, wie viel wir noch mal bezahlen müssen. 440, das klingt doch schon besser. Also das war jetzt ein bisschen viel. Und 40 Brocken Erz, Trinkgeld, das sind doch zu viel. So. Gucken wir mal, was für eine Reichweite die gleich hat. Und da. So. Ja, ja, keine Panik. Hast gewonnen. Oh, doch. Eine halbe Hellebarde ist das, ja. Na gut, wir haben jetzt eine neue Waffe. Wir haben keine neue Rüstung. Aber die werden wohl auch kaum brauchen. Wir müssen ja nur ins alte Lager gehen. Da die Rune abgeben bei dem Kronos. Und vielleicht auch mit ein paar anderen Feuermagiern sprechen. Ob die nicht so uns helfen wollen. Selbst wenn Kronos was dagegen hätte. Einen Feuermagier haben wir schon getroffen, dem wir auch geholfen haben und der ganz nett schien. Also den könnten wir vielleicht überzeugen. Es war ein etwas jüngerer. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein.
Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Hierher hat er sich also verkrochen. Aber das ist schon eine ganz schön üble Geschichte mit ihm. Und kein Wunder, dass er hier gleich zum Anführer der Söldner wurde, weil er früher mal General war. Dann weiß er, wie er mit den Leuten umzuspringen hat. Aber gut, wir wollen unsere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Bitte, bitte. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. Sehr schön. Kann ich da mal vorbei? Ziehen wir gleich mal an. Oh, und? Kann ich da mal vorbei? Wir haben noch Lernpunkte über. Also können wir ihm auch gleich den Zweihandkampf lernen. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht. Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Ha, damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Gut, gut. Kann ich da mal vor... Also eine schöne neue Rüstung, eine Zweihandaxt. Ja, wir sind definitiv gut vorbereitet. Auch wenn es jetzt hier nur ein Botengang sein soll. Aber man weiß ja nie. Also wie wir das jetzt verstanden haben, gehen wir jetzt zu den Feuermagiern, versuchen dann noch ein paar zu rekrutieren. Die kommen denn hierher und machen mit den Wassermagiern zusammen ein Ritual, um die Barriere aufzulösen. Also zu sprengen eigentlich, obwohl sprengen nicht wirklich das richtige Wort ist. Denn es soll ja nur das magisch Veränderte aufgelöst werden. Also die Barriere und vielleicht irgendwelche magischen Artefakte. Aber wir, also die Insassen, bekommen davon gar nichts mit. Das ist jedenfalls der Plan. Ja, aber warum sollten die Feuermagier da mitmachen? Das ist echt ein wichtiger Punkt. Weil draußen sind es ganz normale Feuermagier unter Hunderten wahrscheinlich von Feuermagiern. Aber hier drin sind sie richtig an wichtigen Positionen, können das Leben genießen und haben alles, was sie brauchen. Ja, es wird auf jeden Fall schwierig, die zu überzeugen. Und die Rune... Das könnte auch ganz schön gefährlich werden, wenn wir denen die Rune geben von den Wassermagiern und die einfach mit dem ganzen Trupp Gardisten sich da rein teleportieren und das neue Lager aufmischen. Ah, das wäre auch nicht gut. Hallo, wo haben wir uns da verheddert? Aber das werden wir ja gleich sehen. Hoffentlich lassen uns überhaupt wieder vor. Also einmal durften wir ja schon rein, weil wir die Nachrichten überbringen wollten. Und jetzt ja wahrscheinlich auch wieder, was ist nicht sicher. Wir haben zwar das Amulett, das uns als Boten ausweist, aber Torus war da ja teilweise doch recht pingelig. So, da kommt gleich wieder Jäger vom alten Lager. Auch wenn wir nicht wirklich was zum Tauschen haben, aber die Tage könnten wir bei ihm wieder vorbeischauen. Hier hat er was Neues im Angebot. So. Nordeingang oder Südeingang? Wie kommen wir schneller zu der Burg? Das war durch den Südeingang. Also gleich links rum. Aber erstmal speichern wir kurz ab. Man weiß ja nie, was da drin so alles passiert. LP. Schön groß. LP 59.